die Narrenmütze auf dem Kopf, den Spiegel in der Hand und den Schalk im Nacken. Das war Till Eulenspiegel. Und hier in Mölln, in dieser Kirche oder neben dieser Kirche, da wurde Eulenspiegel im Jahre 1350 zur letzten Ruhe gebettet. Und vorher zog er durch die Lande und überall, wo er hinkam, hatte die Leute geneckt und an der Nase herumgeführt. Ja, und das ging schon in der Kindheit los. Als kleiner Junge, so mit 3, 4 Jahren, sagten die Leute immer, das wird ein Schelm, das ist ein Nichtsnutz. So beschwert er sich beim Vater und sagte, Vater, ich mache doch gar nichts. Und die Leute sagen immer, ich wäre ein Nichtsnutz. Ah, komm, sagte der Vater, dann wollen wir mal sehen. Und setzte ihn hinter sich auf das Pferd. Und dann ritten sie durch das Dorf und Eulenspiegel bückte sich dann auf dem Pferd und er zog das Höschen herunter und zeigte den Leuten den blanken Hintern. Und die riefen alle, Unverschämtheit, was ist denn das für ein Schelm, was er da macht? Aber Vater, sagte der kleine Eulenspiegel, ich mache doch gar nichts. Ja, das sehe ich, dass du nichts machst, also komm, setz dich vor mich. Und er packte den Jungen und setzte ihn vorne hin. Und und wie die dann durch das Dorf ritten, da hat Eulenspiegel immer die Zunge gebleckt und hat Grimassen geschnitten und die Leute schimpften, dieser Schelm da. Aber Vater, ich mache doch gar nichts, sagte der Kleine. Ja, ich sehe schon, sagte der Vater, du bist unter einem schlechten Stern geboren. Und so ging es dann weiter. Als Eulenspiegel dann in die Lehre kam, wollte er bei einem Schneider lernen. Und der Schneider sagte zu ihm, pass auf Junge, hier ist ein Rock, dem nähst du bitte ein paar Ärmel an, aber so, dass es niemand sieht. Eulenspiegel nahm also den Rock und die Ärmel und setzte sich unter den Tisch. Was machst du da? Rief der Meister. Ja, ihr habt doch gesagt, ich soll es annähen, dass es keiner sieht. Und hier unter dem Tisch sieht es keiner. Du Nichtsnutz, rief der Schneider. Mach, dass du davon kommst. Und dann jagte er ihn hinaus. Und weil er immer wieder auf der Suche nach Geld war, so kam er eines Tages in ein Dorf. Und die Leute sagten, sag mal, du bist doch dieser Schalk, von dem man erzählt. Kannst du auch einem Esel das Lesen beibringen? Oh, sagte Eulenspiegel, kein Problem, das mache ich doch jederzeit. Aber es dauert eine Zeit und es kostet euch was. Ich hätte ganz gerne 500 Golddollar dafür. 250 gleich und die anderen 250, wenn ich es geschafft habe. Gut, sie gaben ihm den Esel und er zog sich dafür in eine Ecke. Und dann begann er, den Esel zu lehren, indem er Haferkörner nahm und in ein Buch legte. Eine Seite nach der anderen. Und der Esel mit der Schnauze schlug immer wieder eine Seite um und fraß dann dieses Haferkorn. Und nach einer Weile ging dann Eulenspiegel hin und holte die Leute und sagte, so, der Esel kann jetzt lesen. Jetzt sah es auch so aus. Aber jetzt hatte nun Eulenspiegel die Haferkörner weggenommen. Und der Esel blätterte in dem Buch und blätterte und blätterte und er fand nichts mehr. Und da wurde er nach einer Weile böse und rief, ja, ja. sagte Eulenspiegel. Habt ihr gesehen? 2 Buchstaben kann er schon. Und O und U, das bringe ich ihm morgen bei. Und jetzt hatten die Leute erkannt, dass auch er sie an der Nase herumgeführt und genarrt hatte. Und bevor sie ihm nun die letzten 250 Golddollar geben konnte, da sprang er einfach davon. Nun kam er eines Tages in ein Dorf. Da war eine Kirche und auf dem Kirchhof, da holte er sich einen Totenschädel. Und er ging zum Pfarrer und sagte, hochwürdiger Herr, ich bin ein Mönch. Ich komme von weit her und ich habe hier den Schädel des heiligen Branius. Und der sucht nun eine Kirche, wo er verehrt werden kann. Könnten wir das bei euch in der Kirche machen? Die Leute müssen dann nur spenden und ihr bekommt dafür auch einen Teil. Oh, dem Pfarrer war das recht. Er hörte Geld und Spenden und er trank sehr gerne, er aß sehr gerne. Also ließ er verkünden, ein heiliger Mann käme und würde sammeln. Nun stieg Eulenspiegel auf die Kanzel, die Leute kamen alle und er erzählte zunächst aus dem Evangelium und dann sprach er von dem heiligen Branius und sagte, der sucht nun eine Stätte, wo man hinpilgern kann, aber wir brauchen Geld dazu.
Moment, sprach er dann aber, es darf nur der spenden, der auch immer gut war und ehrlich und vor allen Dingen die Frauen, die ihre Ehe nicht gebrochen haben, die sollen nun kommen. Alles andere mag der Heilige nicht. Und jetzt stellt euch vor, jetzt kamen natürlich alle Frauen, die Guten und auch die Bösen, weil niemand wollte ja zurückstehen. Und es kam sehr viel Geld zusammen. Eulenspiegel nahm dann das Geld und er sprang davon und ward auch nicht mehr gesehen. Und die Leute merkten, jetzt hat er uns wieder an der Nase herumgeführt. Ja, und dann war er eines Tages in Nürnberg und da war das Heilig-Geist-Spital und da waren sehr viele kranke Leute, die im Bett lagen und auch sich nicht bewegen konnte. Und da schlug er ein großes Plakat an und schrieb also, ich bin ein großer Wunderheiler, ich werde alle gesund machen. Der Spitalmeister kam und sagte, ja, das hört sich gut an. Schaffst du es dann, meine Leute gesund zu machen? Sie kosten mich sehr viel Geld hier im Spital. Ja, sagte dann Eulenspiegel, aber auch das kostet euch was. Ich hätte ganz gerne dafür 500 Golddukaten. Ja, wenn du es schaffst, die Leute gesund zu machen, sprach der Spitalmeister, dann soll es so sein. Also ging jetzt Eulenspiegel von einem Bett zum anderen und flüsterte den Kranken ins Ohr, ich bin ein Wunderheiler und einer von euch, den muss ich aber zu Pulver verarbeiten und den anderen zu trinken geben, damit die anderen gesund werden. Aber es ist so, wenn ich morgen komme und rufe, dass ihr hinauskommen sollt, dann springt alle hinaus und der letzte von euch, den muss ich dann leider zu Pulver verarbeiten. Ja, und am anderen Tag kam Eulenspiegel dann, stellte sich mit dem Spitalmeister an die Tür und rief, alle, die laufen können, die sollen jetzt herauskommen. Und die armen Kranken, die mühten sie aus dem Bett, auch welche, die schon wirklich monatelang nicht mehr gelaufen waren, die kamen heraus und sie liefen durch das Tor und das Spital war leer. Ja, seht ihr, ich habe sie alle gesund gemacht, sagte Eulenspiegel zum Spitalmeister und bekam die 500 Golddukaten. Dann machte er sie aus dem Staub, denn er wusste ja genau Bescheid. Drei Tage später allerdings kamen die Kranken alle wieder angekrochen, einer nach dem anderen. Denn niemand war gesund geworden, das war doch klar. Und der Spitalmeister wusste jetzt, das war Eulenspiegel, der uns wieder genarrt hat. Ja, und so könnte man viele Geschichten erzählen. 90 an der Zahl wurden aufgeschrieben und im Jahre 1510 in einem Buch dann auch veröffentlicht. Ja, und im Jahre 1350, da fand er jetzt hier seine letzte Ruhestätte neben dieser Kirche. Aber mit dem Begräbnis hat es auch eine besondere Bewandtnis, denn sie trugen den Sarg mit ihm zu dem ausgehobenen Grube und da riss das Seil und der Sarg kam zu stehen nach oben. Nicht so normalerweise waagerecht, sondern horizontal. Und dann wussten sie nicht, was sie machen sollten. Und die Leute sagten, naja, lasst ihn so stehen. Er war im Leben schon sehr wunderlich. Dann soll er auch so stehen bleiben. Und Eulenspiegel hatte vorher verfügt, er hätte eine große Kiste. Und so etwa drei Wochen nach dem Tod, dann dürften sie die Kiste aufmachen. Und er würde sie steinreich machen. Ja, und als er dann drei Wochen lang da tot war und sie hatten ihn unter einer Linde beerdigt, da holten sie die Kiste, öffneten sie und sie waren wirklich steinreich. Denn in dieser Kiste lagen viele, viele Steine und so hatte er sie sogar im Tod noch genarrt. Ja, das war die Geschichte von Till Eulenspiegel hier aus Mölln.